Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Fellner live. Wie immer am Mittwoch bei mir zu Gast sind Peter Westenthaler. Hallo. Und Josef Czapp. Hallo. Schönen guten Abend. Ich würde gleich mal sagen, wir starten mit der unerklärlichsten Politgeschichte der letzten Tage oder zumindest für viele nicht wirklich durchschaubar, was die Hintergründe sind. Der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat ja am Freitag noch von Luftschlössern getweetet, die der Bundeskanzler baut, ist eher als Bremse eigentlich in Erscheinung getreten, dann ist die geballte ÖVP-Phalanx aufgetreten und hat ihn attackiert und am Montag hat er auf einmal den Bundeskanzler überholt und gesagt, jetzt wir sperren am 10. Juni auf, statt am 17. wie ursprünglich vom Bundeskanzler aufgesagt. Jetzt waren Sie viele Jahrzehnte sozusagen politischer Kommunikator. Gibt es eine Strategie dahinter oder was genau ist da passiert in diesen letzten Tagen? Es ist ein Kindergarten. Es ist einfach ein Kindergarten. Da ist ein Wettbewerb, wer bringt die guten Nachrichten zuerst. Ja, zuerst werden die schlechten Maßnahmen über Monate gebracht, die Freiheiten eingeschränkt, die Wirtschaft halb ruiniert. Wir kommen fast auf 1 Million Arbeitslose inklusive Kurzarbeit. Es ist ein Corona-Missmanagement, alles mögliche. Die Bad News, die bringen alle anderen und die wirklich guten Nachrichten, die wieder Kurz bringen. Und der Kurz hat sich aus dem Gesundheitsministerium offensichtlich die Unterlage des Mückstein über den Öffnungsprozess herausgefischt, ja, hat gesagt, die Mücke wäre überraschen und macht es selbst und stellt sie hin und sagt, und ich bin jetzt euer Erlöser und kommt mit dem Papier, was eigentlich der Mückstein bringen wollte, in die Öffentlichkeit. Das kennen wir von der ÖVP, von den jeweiligen Kanzlern, es war in dem Fall ja eh nur der Schüssel und jetzt der Kurz, aber von den Vizekanzlern oder von den Ministern ist es immer ein bisschen so ein Wettbewerb, wo man glaubt, wenn man als Erster das bringt, dann bricht ein frenetischer Jubel in der Bevölkerung aus. Alles, was vorher falsch, schlecht, nachteilig und Folter war, wird vergessen und damit hat sich die Geschichte. Und das heute alles für einen Riesenirrtum. Was jetzt passiert ist, das geht auf Kosten von Kompetenz. Ja, das geht auf Kosten von da überhaupt nur von Glaubwürdigkeit, von Ernsthaftigkeit, weil da geht es ja nicht um nichts, da geht es ja um viel Schicksale, um Geld, um alles Mögliche geht es da. Ja. Und dann stellen sie die hin und dann müssen die Grünen offensichtlich, zuerst war der Mückstein die harte Nummer, ja. Dann hat ihm der Kurz überholt, dann haben sie wahrscheinlich bei den Grünen gesagt, na, das lassen wir nicht noch mal zu, was der beim Anschober dauernd aufgeführt hat. Und dann ist der Mückstein gegangen und hat zum Lizitieren angefangen. Wenn die noch lange miteinander gestritten hätte, hätten sie es gestern schon geöffnet alles. Ja. Also es ist unglaublich und ich finde, beide verlieren da jetzt massiv. Und das sieht man ja auch in den Umfragen und überall, dass das nicht mehr diese Licht, bei weitem nicht mehr diese Umfragen sind, die sie einmal hatten, vor allem nach dem ersten Lockdown. Also eigentlich eine Niederlage für beide. Wie sehen Sie das, was da über dieses verlängerte Pfingstwochenende passiert ist in der Koalition? Na, ich würde auch fast sagen Kindergarten, nur ein Kindergarten ist ja schon langsam ein Hort der Vernunft gegenüber diese beiden Regierungsstreiter und Wappler, die wir da haben, die da ständig ihr Inneres nach außen kehren und die Menschen damit eigentlich belästigen. Das ist eine Belästigung für die Leute, dass sie ständig Streitereien, jetzt haben sie den sehen müssen, jetzt haben sie den Mückstein halt ein bisschen geimpft, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Spinat oder allen anderen, nur nicht mit Impfstoff, sondern haben sie halt Muskeln eingeflößt. Und das geht innerhalb von 24 Stunden, ändert man jetzt seine Meinung. Zuerst, ich war gewusst, dass der Mückstein in der Immobilienbranche tätig ist. Der ist ja nicht Arzt nur, sondern der scheffelt ja Geld überall. Übrigens auch mit PCR-Test um 120 Euro in seiner Praxis. Also die es gratis kriegst in der Stadt Wien, verkauft der um 120 Euro Woche in seiner Praxis und einen gewöhnlichen Antigen-Test um 30 Euro. Er hat es ja noch alle. Es ist ja unfassbar. Es ist wirklich unglaublich. Und dass er Immobilienmensch ist, haben wir auch gewusst. Aber dass er sich bei Luftschlössern deswegen gut auskennt, das war mir bisher neu. Also das ist alles so vertrackt und verzahnt. Und wenn man sich dann noch dazu anschaut, worum überhaupt gestritten wird, dann fragt man sich überhaupt, was ist da überhaupt los? Da wird jetzt gestritten, dass die Sperrstunde von 22 Uhr auf 23 Uhr oder 24 Uhr. Wahrscheinlich, ja. Fragt sich jeder, warum das nicht schon lang ist. Dann wird gestritten, dass statt 4 Leute 8 Leute innen auf einen Tisch sitzen können.
Ja, übrigens bei einer Kurzveranstaltung am Wochenende, das Foto habe ich mitgenommen, ich glaube, wir haben es jetzt nicht vorbereitet, sitzen schon 8 Leute und engstens auf den Tisch herum. Das heißt, immer dann, wenn der Kurz auftritt, sind diese Regeln völlig außer Kraft gesetzt. Kurz selber pfeift er auf diese Regeln und sagt, die sind nur für die Bevölkerung, aber für mich nicht. Das ist auch interessant. Aber das sind die Dinge, und dann geht es ein bisschen ums Datum, 10., 17., das sind alles ja keine Öffnungsschritte. Was im Moment das Problem ist, und jetzt sind wir bei der Sache, ist, dass die wirklichen Kaffeehäuser, ja, da jetzt setzt er das Bild, Veranstaltung Kurz, ich glaube, es war in Tirol oder Salzburg am Wochenende. Ich meine, es ist eh noch mehr ein Häufchen Elend bei seinen Veranstaltungen. Also die am nicht auspfeifen, sind die wenigen, die überbleiben. Und da sitzen, man kann es nachzählen, 8 Menschen, 8 Personen auf einem Tisch, engstens gedrängt in einem Indoor-Raum eines Gasthauses. Und der Kurz steht daneben und lacht. Und das ist ein strenger Verstoß gegen die Covid-19-Verordnungen. Und wir sind eigentlich alle gestraft werden, inklusive des Herrn Kurz, der dabei zuschaut. Also unfassbar eigentlich. Immer dann, wenn es um ihn geht, pfeift er drauf, ist es ihm wurscht. Wunderbar, dass wir das Bild jetzt haben. Was ich meine ist, wenn man jetzt durchgeht, und ich habe mir das jetzt einmal testen lassen, weil anders kommst du da nicht rein, und bin da in Wien, habe so eine Tour der Raison gemacht über die ganzen Innenstadt-Kaffeehäuser. Die sind halb leer. Da ist kaum wer drin. Vorige Woche nach der Sendung, wo wir ins Café Museum gehen, ist eine Frau ist drinnen gesessen. Und wenn du dann sprichst mit den Gastronomen, so ist es völlig klar, ihnen fehlen die Menschen, die kurzfristig sich entscheiden, auf einen Café zu gehen. Der geht nicht wegen einem kleinen braunen sie testen, impfen oder sonst irgendwas mehr aus, anders ist ja nicht möglich. Das fehlt und das ist das große Problem. Das heißt, jetzt ist der Weltmeister, und jetzt schaue ich mal den Herrn Kurz und den Herrn Mückstein, wenn sie schon so einen Wettbewerb ausgerufen haben, um die bessere Botschaft, derjenige ist Weltmeister, der jetzt hergeht und sagt, weg mit all diesen Maßnahmen. In Israel ist ab Juni jede Einschränkung vorbei. Da gibt es keine Masken mehr, da gibt es keine Tests mehr, da ist alles vorbei. Du kannst normal in ein Gasthaus reingehen, ohne dass du beschränkt bist, ohne dass du überprüft wirst. In den USA, in fast allen Staaten der USA, gibt es das alles, den ganzen Zinnober nicht, den wir da haben. Da ist sogar der grüne Pass und die Kontrolle der Impfung per Strafe verboten in 5 Staaten. In ganz Europa, außer in Deutschland und Österreich, gehst du ganz normal in ein Café aus, gehst du ganz normal in eine Kulturveranstaltung, wirst nicht getestet, brauchst deine witzigen 3Gs nicht. Also wir wissen, die 3G, getäuscht, gefrotzelt und geleckt, das ist in Wahrheit der Auswuchs der 3G, der da von der Regierung, das brauchst du alle. Es ist nur in Österreich dieser Wahnsinn. Und jetzt kann man das ja auch nicht faktenbasiert, wie es so schön heißt, evidenzbasiert erklären. Es ist nicht erklärt, warum. Ich habe mir jetzt wieder die Mühe gemacht und habe den 25. Mai, also vor ziemlich genau einem Jahr, im Jahr 2020 angeschaut. Neuinfektionen 36, 7-Tage-Inzidenz 31. Und jetzt weiß jeder, der sich zurückerinnert oder googelt und sich das anschaut, zu dieser Zeit, vor genau einem Jahr, ist noch kein einziger Mensch geimpft gewesen. Es gab keine Antigen-Tests, die waren damals noch nicht erfunden. Es gab sporadische PCR-Tests für Menschen, die symptomatisch waren. Es gab keine FFP2-Maskenpflicht. Es gab keine 2 Meter Abstand, sondern nur den berühmten 1 Meter Baby-Elefanten. Das hat es damals alles nicht gegeben. Und trotzdem ist die Seuche runtergegangen, weil es halt saisonbedingt im Mai, ab Mitte, Ende Mai, die Grippe aufhört. Und deswegen, da brauche ich keine Maßnahmen, keine 3Gs und nichts. Und deswegen kann ich nur appellieren, gebt es den Menschen endlich Freiheit und lasst sie endlich ohne diese verrückten 3Gs. Es ist sowas von verrückt. Jetzt kommt man ja schon langsam drauf, wenn man das einmal gemacht hat, diesen Wahnsinn, wenn man sich den einmal unterzogen hat, dass ja das nicht nur Eintrittstests sind, sondern in Wahrheit Austrittstests. Und wie verrückt das eigentlich ist. Wenn der Antigen-Test zählt 48 Stunden. Übrigens der PCR-Test in Wahrheit auch, weil der PCR-Test zählt zwar 72 Stunden offiziell, aber dauert 24 Stunden, bis du ihn kriegst, hast du auch noch mehr 48 Stunden Zeit. Ist genau das Gleiche. Ob PCR-Test oder Anti, völlig wurscht. Jetzt gehe ich mit dem Test um 18 Uhr in der 22. Stunde nach meinem Test hinein. Das heißt, der Test läuft um 20 Uhr aus. Jetzt bin ich aber dann schon 2 Stunden da drinnen gesessen, auf einem Tisch mit anderen Leuten. Das heißt, wäre ich infektiös, was ja nicht der Fall ist, dann ist es völlig wurscht, ob ich da 2 Stunden, 5 Stunden oder noch 10 Stunden drinnen sitze. Ich darf aber nur bis 20 Uhr, wenn mein Test ausläuft. Ist ein Austrittstest somit auch. Völlig verrückt. Und wenn du jetzt 1 Stunde länger drinnen sitzt und es kommt eine Kontrolle, dann zahlt der Wirt bis zu 3.500 Euro Strafe. Also das muss man sich, das ist ja alles nicht durchdacht. Jetzt sehen wir in der Praxis, dass das nicht funktioniert. Und daher appelliere ich an die Verantwortlichen, wenn der Herr Kurz gegen Herrn Mückstein endlich gewinnen will, dann soll er verkünden, dass ab 1. Juni diese Zutrittstests der Geschichte angehören, weil das auch schon
die Virologen fordern und sagen, ich finde keine mehr. Ich finde von Symptomlosen keine Infizierte mehr mit den Antigen-Tests. Es ist vorbei, man kann diese Tests abschaffen. Und das Letzte, ich glaube, und das ist jetzt die Begründung, warum wird das weitergeführt? Warum wird das beinhart bis in den Sommer hineingezogen? Weil halt nur immer die Freunde der Familie Türkis und des Herrn Kurz Geld verdienen damit. Das ist ein Geschäft. Jetzt höre ich ja, ich glaube, ich höre nicht richtig, jetzt heißt es auf einmal, wir gehen zurück von den FFP2-Masken auf die Rotzfetzen, auf den Mund-Nasen-Schutz. Logisch, weil jetzt haben jetzt FFP2-Masken sich eingedeckt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt müssen wieder ein paar Freunde vom Kurz Millionen Scheffeln an normalen Mund-Nasen-Schutz. Die kommen jetzt wieder retour. Das heißt, die Leute müssen wieder umdenken, müssen das System. Also ich frage mich wirklich, Geschäftemacherei, falsche Politik, keine Evidenz. Und Politiker, die umeinander streiten, während der Sandkisten dem anderen das Spielzeug wegnimmt am Ballhausplatz. Das ist das Bild der Politik peinlich. Peinlich, peinlich. Daher brauchen wir einen Untersuchungsausschuss, der sich das alles ausschaut. Weil ich meine, sind wir nicht böse, das FFP2-Maske, dann sagen wir, jetzt brauchen wir nicht mehr FFP2-Masken, jetzt brauchen wir schon die durchlässigen Masken, die Pumpenmasken, ja, ja, die Operationsmasken. Und wieder wird investiert, ja, und wieder verdient wird dran. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, da bin ich ja komplett der Meinung auch vieler Gastronomen, du zerstörst das Geschäft der Gastronomen mit diesen ganzen Regeln, Testen, ganzen Quatsch da. Es geht ja alles runter. Es ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der du, war bis jetzt schon sehr äußerst gering, dass der du in einer Großwirtschaft, wo eh die Tische ein bisschen auseinandergestellt sind, dass du dir irgendwas dort holen kannst. Aber sie rücken davon nicht ab. Ja? Und das finde ich ist nach wie vor zum Schaden von Tourismus, Kultur, Sport, Gastronomie. Jetzt wird gnadenhalber 8 Leute an einem Tisch versammeln oder statt 1.500 dürfen 3.000. Ich möchte wissen, welche Studien haben herausgefunden, dass es ab 3.100 gefährlich ist. Und welche Studien haben es bis jetzt gesagt, dass es ab 1.510 gefährlich ist? Ja, ich verstehe das alles nicht. Ja, es gibt dann, da kommt die Cassandras, da gibt es so professionelle Cassandras, die sagen, ja, jetzt haben wir das hinter uns, aber jetzt kommt eine Grippeepidemie. Der Geist war eine Stimme, da gab es ein bisschen der Geisterbahn. Ja. Eine Grippeepidemie. Ja, und mich beilst da schon durch. Ja. Bin ein normaler, durchschnittlicher Österreicher. Ja. Und dann, wenn ich sowas sehe, aber am süßesten finde ich dieses Theater, dass dann ein paar sagen, die Massen sind überhaupt der Blödsinn. Hört es jetzt überhaupt auf damit? Jetzt haben wir die Diskussion mit Outdoor-Masken, Indoor-Masken, FFP2, nicht FFP. Also wie kurz, die ganzen Anschaffungen. Wer verdient an den Tests? Wer verdient überhaupt an dem Ganzen, das gehört einmal vor den Vorhang. Und da, glaube ich, muss man diesbezüglich wirklich Schritte setzen. Beim grünen Pass, der heute im Parlament beschlossen wird, muss ich schon sagen, haben die Sozialdemokraten rausverhandelt. Alles, was mit George Orwell in Zusammenhang gestanden ist. Die wollten ja da drinnen haben, das musst du dir mal vorstellen, die türkis-grüne Regierung wollte drinnen haben. Alles, der ganze Lebensgeschichte, das Einkommen, deine Krankheiten. Wahrscheinlich die Schuhgröße, ist das linke Ohrwaschel größer als das rechte? Irgendwas, lauter so Absurditäten. Ja? Alles weg, alles weg. Ja? Also ich finde, auch das, da muss es irgendwo so etwas wie eine Hybris geben. Ja? Von Leuten, die am liebsten aus diesem Land einen Überwachungsstaat gemacht hätten. Mit gläsernen Österreicherinnen und Österreichern. Einen Orwellschen Staat. Ja? Und ich mein, da wäre ich ganz narrisch. Ja? Das brauche ich einmal schon gar nicht. Und da glaube ich, ist es jetzt doch gelungen und das ist durch die Verhandlungen, also der Sozialdemokraten jetzt rausverhandelt worden, wird jetzt gerade im Parlament, nehme ich an, einmal auch beschlossen. Und das grunddumme letzte Satz von den Grünen ist in Wahrheit folgendes. Die ermöglichen jetzt rein strategisch, dass sich die ÖVP, die Superschließungspartei, die Superquälpartei der letzten Monate, sich jetzt darstellen kann als die Öffnungspartei gegenüber den Grünen. Öffnen, 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 möglichst schnell öffnen, öffnen, öffnen. Ja, mit dem kommen die daher und die Grünen am Anfang mit diesen komischen Verhaltensweisen, halt, der Mückstein ist kein Profi, ja, das muss man einmal sagen. Der hat das begünstigt, aber jetzt glaubt er, dass er es einholt. Vielleicht nur ganz kurz da einhakend, weil Sie den Mückstein jetzt nochmal angesprochen haben. Hat sich der ein bisschen entzaubert jetzt auch über dieses Wochenende? Weil man muss sagen, ja, in den letzten Wochen ist er ja unfallgemäßig gestiegen, hat ein bisschen den Nimbus als cooler gehabt mit den Turnschuhen. Ja, zumindest ist er in den Umfragen leicht hochgegangen. Aber war das für den so ein bisschen auch die Entzauberung diese letzten 3-4 Tage? Mit Verlaub, für mich persönlich, aber auch für viele Menschen, die ich kenne, war der nie bezaubernd, also konnte auch nicht entzaubernd werden.
das ist ein blutiger Greenhorn, der kein Politiker ist, wo man sich ja Zweifel stellen, jetzt Zweifel auch anmelden muss, ob der wirklich ein Arzt da war, weil das ist ja alles ein Wahnsinn, was da an Nicht-Expertise über den Tisch kommt. Stichwort, was ist wirklich, geht eine Spritze ins Blut oder nicht, das haben wir ja diskutiert. Nein, der ist einfach, das wird, ich sage, das habe ich schon einmal gesagt, das wird der kürzeste Gesundheitsminister in der Geschichte, denn der ist in ein paar Wochen weg. Der schnallt das noch nicht, was da gespielt wird, das wird ihm jetzt so erklärt von irgendwelchen Spin-Doktoren bei den Grünen, aber in Wahrheit hat er sich massiv selbst beschädigt, indem er innerhalb von 48 Stunden zweimal seine Meinung geändert hat. Also zuerst Luftschlösser und machen wir nicht, dann hat er gemerkt, um Gottes Willen, das geht in eine andere Richtung, nämlich in Richtung Öffnung, da fährt der Zug weg, den muss er erreichen und hat auf einmal innerhalb von 24 Stunden nach 15 Anrufen von grünen Spin-Doktoren sich gedreht. Nur so kann ich nicht Minister sein. Ein Minister muss Vertrauen erzeugen, muss eine stringente Linie haben. Und das haben wir jetzt auch beim Grünen Pass und bei der SPÖ. Also dieses Gottvertrauen, was jetzt Randy Wagner wieder einmal in den Kurs setzt und das du, glaube ich, nicht hast und ich schon gar nicht, nämlich jetzt zu sagen, ich stimme zu dem, im Parlament heute dem Grünen Pass zu, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ein kapitaler Umfaller der Sozialdemokratie, denn niemand, das war übrigens, erinnert dich, vor einem halben Jahr bei diesem windigen App, den uns da der Weihnachtsmann vom Roten Kreuz da erklärt hat, bei diesem windigen App, genauso, da haben sie uns dann auch gesagt, da kann man nichts mehr damit machen und das ist eh alles sicher. Und dasselbe erzählt uns jetzt der Herr Kurz und Co. mit diesem grünen Pass, der erstens völlig sinnlos ist, der völlig sinnlos ist und nichts bringt, weil er europaweit nicht einmal vereinheitlicht wird. Der ist in jedem Land anders. Zweitens wird er in den ersten Ländern, nämlich wieder Beispiel Israel, bereits wieder abgeschafft. Das heißt, während er bei uns nicht einmal noch eingeführt ist, verzichtet Israel innerhalb seines Staatsgebiets bereits auf den grünen Pass, weil dort keiner mehr kontrolliert wird. Er gilt nur mehr zum Reisen. Und jetzt frage ich dich wirklich, was reitet eine SPÖ, aber ich verstehe es halt wieder mal nicht, dem Kurz so ein Vertrauen zu schenken, wo wir doch alle wissen, dass der mit persönlichen Daten und mit Aufzeichnungen Schindluder betreibt, schon immer Schindluder betrieben hat. Und dass das in Wirklichkeit trotzdem, und ich bleibe dabei, einen riesen Datenanfall, eine riesen Datensumme wird, die ich einfach nicht haben will. Ich will nicht, dass Gesundheitsdaten überhaupt gespeichert werden. Das geht niemandem was an. Und das geht an niemandem was an, auf einen grünen Pass und auf einen Impfpass. Das geht niemandem was an, außer mein Arzt und mich. Sonst niemanden. Und ich halte es für inakzeptabel, dass man sich ausweisen muss, wenn man gesund ist. Das halte ich für inakzeptabel, nämlich einem nichts anderes ist das ja der grüne Pass, ist ein Gesundheitsausweis. Und das halte ich für katastrophal, für nicht akzeptabel. Und es ist im Parlament wieder nur mehr eine Oppositionspartei, nämlich die FPÖ, der Herbert Kickl, die heute Flagge gezeigt haben und in dem Land die Letzten sind, die da gegen so einen Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte mit dem grünen Pass kämpfen. Den braucht man nicht, den grünen Pass, sondern wenn es so ist, dass kein Infektionsgeschehen mehr ist, und das wird bald einmal der Fall sein, dann brauche ich überhaupt keinen Pass mehr. Sondern dann muss ich auch frei reisen dürfen. Das ist also noch schöner. Jetzt sind wir alle in die Europäische Union gegangen, man hat uns jahrelang vorgegaukelt, nämlich auch vor der Volksabstimmung, dass man frei reisen darf, Personenfreiheit, und dann darf man auf einmal nicht mehr frei reisen. Also ich verstehe das alles überhaupt nicht. Und letzter Punkt, diese Impfpflicht, zu der möchte ich jetzt auch noch mal was sagen, die da jetzt auf uns alle zukommt. Wir haben eine Wette laufen. Gestern ist die Wette in meine Richtung gegangen, als der Herr Schulminister, Bildungsminister uns verkündet, dass im Herbst in allen Schulen geimpft wird und er hat es noch nicht ausgesprochen, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann weiß man, im Herbst kommst du nicht mehr in den Regelunterricht, wenn du nicht geimpft bist. Das ist die Wahrheit. Und diese erneuert jetzt diese Wette. Es wird so sein, denn du kommst auch nicht mehr aufs AMS. Das ist das Allerbeste. Du kommst heute als Arbeitsloser nicht mehr zum AMS, wenn du diese 3G nicht hast. Du kommst in keine Schule. Jetzt beginnen die ersten Arbeitsplätze zu sagen, wenn du dich nicht impfen lässt, darfst du leider auch nicht mehr zur Arbeit kommen. Und die Schauspielerin, die wir haben, die Eva Herzig, die das in einer wirklich sehr offenen Art und Weise gesagt hat, sie lässt sich nicht impfen. Was ist passiert? Sie wird nicht mehr eingeladen. Sie kann ihren Job nicht mehr aus für eine Schauspielerin, weil die Produktionsfirma sagt, wir nehmen nur mehr Geimpfte. Das ist der Impfzwang, der da kommt. Und jetzt zu den Kindern. Weil das ist mir wirklich ein Riesenanliegen. Was da im Moment passiert, dass unschuldige Kinder, die sich nicht wehren können, die selbst nicht einmal entscheiden dürfen, ob sie sich impfen lassen oder nicht, sondern abhängig sind von der Entscheidung ihrer Eltern.
dass die jetzt da als Versuchskaninchen genommen werden. Menschen, wo wir wissen, dass ihr Immunsystem völlig gesund ist, dass es keine Erkrankungen gibt bei Kindern, dass es keine schweren Verläufe gibt, geschweige denn Todesfälle, dass die völlig gesund ist, die will man jetzt dazu zwingen, weil das halt der Impfstoffhersteller und ein paar verrückte Politiker wollen, weil es halt ein Geschäft ist, diese Kinder zu impfen. Und jetzt haben wir das einmal angeschaut. Mittlerweile sind wir so weit, jetzt haben wir jetzt einmal wieder in der Vorbereitung angeschaut, wir recherchieren immer gut. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir ja 3 Impfungen brauchen in einem Jahr. Wir sind bei 3 Impfungen, nämlich Regelimpfungen, die wir brauchen. Die Erstimpfung, die Zweitimpfung und dann noch eine Auffrischung. In dem Jahr, im Herbst, werden die meisten das dritte Mal zur Impfung gehen müssen, weil dieses Werkel halt nicht länger funktioniert, dieses unnütze Impfwerkel. Und das mutet man jetzt den Kindern zu. Und wenn jetzt ein 12-jähriges Kind, wenn es beginnen mit den Kindern ab 12 zu impfen, geschweige denn hoffentlich nicht die Jüngeren, ich hoffe, dass davon wenigstens die Finger lassen, aber von 12 Jahren wird das Kind bis zu seinem 20. Lebensjahr 24 Impfungen über sich ergehen lassen müssen. Nein, man muss ja nicht jedes Jahr 3 machen. Wer sagt denn das? Es gibt jedes Jahr eine Auffrischung. Na, wer behauptet denn das? Wer sagt denn? Wer weiß das? Das weiß überhaupt niemand. Es gibt Studien im Moment, die sagen, du musst alle 3 bis 4 Monate eine Auffrischungsimpfung machen. Dann gehst du im Jahr 3-mal impfen. Es gibt noch keinen Beweis, noch keine wissenschaftlich bewiesene Studie, die sagt, ich brauche nur mehr 1-mal im Jahr gehen. Das ist leider falsch. Da muss man sich genau erkundigen. Und was heißt das? Das heißt, dass gesunde Immunsysteme von Kindern, die völlig in Ordnung sind, die funktionieren, alle Jahr zumindest, sagen wir halt nur 2-mal, auch egal, aber überhaupt 3-mal im Jahr einen chemischen Boost hineinbekommen. Das heißt, dass das Immunsystem geboostet wird, aufgefrischt wird und natürlich mit zigtausenden dann entstehenden Antikörpern hochgefahren wird. Und was heißt das im Long Run, wenn dieser Virus uns, das heißt, wirklich die nächsten Jahrzehnte vielleicht noch begleitet? Das heißt, dass das gesunde, natürliche Immunsystem eines Kindes nach 24 Impfungen nicht nur hin ist, sondern ausgeschalten ist. Und dann, wunderbar, dann bist du möglicherweise, ist nicht lustig, also, dann bist du dein ganzes Leben auf diese verdammten Impfungen angewiesen. Und das möchte ich nicht. Das kann ein Erwachsener entscheiden, wir alle. Wenn ihr das wollt, macht es, ich gehe nicht impfen, ihr geht impfen, passt, macht ihr das, wenn ihr das wollt, finde ich in Ordnung. Jeder Erwachsene soll frei entscheiden. Ich rede niemanden, der so hingehen oder nicht. Aber bei Kindern, lasst die Finger von unseren Kindern. Lasst sie weg, lasst die Kinder, wenn sie volljährig sind, alleine entscheiden. Aber nicht Kinder impfen, die es nicht brauchen, die nicht krank werden und die möglicherweise schwere Nebenwirkungen auch haben werden, bis hin zu 55 Kindern bei einer 1,5 Millionen. Bei 1,5 Millionen geimpfte Kinder hast du 55 Tote im Schnitt. Es ist halt jetzt schon so, es ist bewiesen. Da sage ich, das ist Wahnsinn. Die Kinder damit einzubeziehen, das ist Mord an Kinderseelen, das ist Mord an der nächsten Generation und heute für völlig falsch. Bitte nicht hingehen. Ich kann nur den Erwachsenen empfehlen, lasst eure Kinder nicht impfen und wehrt euch dagegen. Ja? Ich kann jetzt auch was sagen. Bitte, ja. Eine Philippiker. Sehr ernst. Ich finde das wirklich ernst, was da passiert. Eine Philippiker von sich, mit einer lang reden wir andere ja aus. Ja, ich meine, wir wollen nicht mehr weiterleben. Da. Nein, ist unfassbar. Aber ich möchte einmal Folgendes vorausschicken. Ich meine, das Ganze einmal jetzt auf eine praktische Ebene bringen. Das, was mich verwundert beim grünen Pass, ist, es gibt keine Einheitlichkeit in Bezug auf den grünen Pass auf europäischer Ebene. Ja, nur allein, da gibt es Länder, die sind überhaupt dagegen, innerhalb der Europäischen Union. Es gibt Deutschland, die wollen andere Regelungen haben. Erst nach der zweiten Impfung, 14 Tage danach, hat man erst den Anspruch, dass man da sich frei bewegen kann oder dass man quasi immun ist. In Österreich gilt schon nach 3 Wochen nach der ersten Impfung. Dann frage ich mich aber, wenn es das alles gar nicht gibt, warum gibt es das dann? Ja, das hat, rein nur so von der Logik her verstehe ich die grüne Passlogik nicht. Das, was diese Notwehraktion, das da mal herausverhandelt worden ist, alles, was die Superdatenbank ist, seitens der SPÖ, da tust du jetzt der SPÖ Unrecht, weil das hat sie schon geschafft, dass das alles draußen aber ist, dieser Unsinn. Das ist doch nein, das haben sie schon, damit sage ich ja noch nicht, dass ich einen grünen Pass brauche. Ich sage nur, das haben sie einmal schon gemacht. Ja, er wird elektronisch sein. Es ist einmal, in der E-Card bist du auch überall drinnen. Ja. Also ich will nur, da kann jeder was dran. Aber den App hast du immer abgelehnt. Ja, die App lehne ich weiter, die brauche ich auch nicht. Das ist auch elektronisch. Nein, ich finde,
mich persönlich hätte es gereicht. Was mich stört ist, es gibt sozusagen die Normalsterblichen und dann gibt es die Gesundsterblichen. Ja, die genesen, geimpft, getestet, aber was ist mit den anderen? Wenn kann von den drei sagen, die sind ja auch Österreicherinnen und Österreicher und die sollen dann nicht jetzt in eine Diskriminierungsfalle hineinkommen. Also da bin ich genauso sensibel und das finde ich auch etwas seltsam. Ja. Aber jedenfalls, du hast sowieso einen Impfpass, jeder Österreicher hat einen Impfpass. Ja. Ob da jetzt Tetanus oder Polio oder sonst was, ja sowieso. Die Testerei in den Apotheken oder sonst wo, oder die Umsonst-Testerei, da habe ich schon vorhin gesagt, wir wissen ja an dem verdient, dass man da endlos weiter testet, obwohl das jetzt faktisch ja kaum mehr noch wahrnehmbare Zahlen sind bei den Neuinfektionen und bei den Inzidenzzahlen. Aber gut, das ist ein eigenes Kapitel, das man sich anschauen muss, warum das so sein muss. Ja. Genauso mit den Masken ohne Ende. Ich glaube, von der Geburt bis ins Grab eine Maske. Das ist das, was manche da offensichtlich entwickeln. Ist nicht mein Verständnis. Und da kann ich nur sagen, das finde ich auch nicht, letztlich nicht in Ordnung. Ja. Aber jetzt müssen wir ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja. Es muss die Freiheit geben, sich impfen zu lassen. Und es muss die Freiheit geben, sich nicht impfen zu lassen. Aber für Kinder bitte. Das ist für alle. Ja. Gut für alle. Ja. Es muss keine Eltern und Kinder geben, die sagen, sie wollen das. Ja, aber was ist, wenn du nicht mehr in die Schule gehen kannst? Nein. Ja, erst. Du, also das mit kommt. Der Schule könnte ich jetzt, da kriege ich so ein Hals. Ja. Weil über das, was mit den Schulen aufgeführt worden ist in den letzten Monaten, kriege ich einen Anfall. Ja. Weil das war eine Quälerei der Eltern, der Schüler, falsche Reihenfolge, der Schüler, der Eltern, der Lehrer. So, und das finde ich sowieso ganz ein eigenes Kapitel. Da können wir einmal 2 Stunden in der Sendung diskutieren, weil da kenne ich so viel Protest dazu. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, ist jedenfalls das besonders schwierig, was sich da in der Europäischen Union gerade abspielt und was die momentan alles da offensichtlich an Chaos veranstalten. Ich würde noch gerne über die Stimmung in der Koalition sprechen, weil ja das, was da am Wochenende passiert ist, auch wieder ein bisschen ein Sittenbild für die ganze Stimmungslage ist momentan zwischen Türkis und Grün. Und viele sagen ja, wenn sich die schon so bei solchen Kleinigkeiten so in die Haare kriegen, wie soll das erst im Herbst werden, wenn es dann um Klimagesetz, Mineralölsteuer, 1-2-3-Ticket etc., Vermögensteuern geht. Zeigt das, wie angespannt die Situation momentan ist oder wie beurteilt? Ja, absolut. Das? Zeigt es. Kleiner Einschub. Das passt jetzt gerade, weil das Wort Klimaschutz gefallen ist. Hallo Klimaschutz. Ja? Wir haben nur zur Info, wir haben gerade das kälteste Frühjahr seit 30 Jahren, möglicherweise sogar seit 35 Jahren. Schauen wir mal. So viel zur Klimaerwärmung. Wir haben derzeit einen Klimadurchschnitt, der hineinpasst in die 70er Jahre. Antarktis und Stress. Ja, ja, ja. Ich wünsche allen alles Gute, die sich da jetzt wieder hinstellen. Und jetzt kommt es. Die eine Panik löst jetzt die andere ab. Das passiert. Jetzt geht die Seuche zurück und jetzt kommen die ganzen grünen Jutesackelkleber wieder her und sagen: Oh Gott, das wird die Erde, wird so warm. Wir verbrennen alle. Wir werden froh sein, wenn wir einen Sommer haben, wo wir halbwegs gute Temperaturen haben. Ja, das mit der Klimaschmäh poppt ja jetzt so richtig auf, weil sie unsere gute alte Mutter Erde eben von so Politwahnsinnigen nicht an der Nase herumführen lässt, sondern weil das eine ganz normale Entwicklung ist. So viel zum Klimaschutz. Aber jetzt zur Stimmung in der Koalition. Das ist aus. Ich sage es nur einmal, so viel Ende war noch nie. Ich höre, dass Plakatflächen für den Herbst gebucht werden, dass das auseinandergeht. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und das, was in den letzten, am Wochenende passiert hat, war Wahlkampf bereits. Das ist Wahlkampf natürlich. Und die ÖVP hat hier wieder mal ein Drehbuch. Ich glaube nicht, dass es diesmal funktionieren wird. Aber die haben natürlich ein Drehbuch, wo sie Herbstwahlen vorbereiten und wo der Kurz als der größte Erlöser und Öffner dankenswerterweise mit Unterstützung immer wieder der SPÖ, die haben gesagt, Herr Massa Kurz, jetzt da stimmen wir deinem Impfpass, deinen Unnötigen zu, unfassbarer Umfaller der Rendi Wagner, egal. Aber das ist alles für den Kurz gut, für seine Inszenierung und für seine Neuerfindung. Und ich habe das in der letzten Sendung gemacht, Kurz muss sich neu erfinden. Wäre ich Berater, würde ihm da einige Empfehlungen geben, tue ich jetzt aber nicht, weil ich erstens nicht sein Berater bin. Wobei Sie haben ja letztes Mal ihm empfohlen, sich zum Öffnungskanzler zu finden. Und sagte er eine Woche nach der Nur die falsche. Wäre ich jetzt Kurz, der mir hinstellen und würde alles daran setzen, am Freitag bereits für Anfang Juni, das heißt für eine Woche später, gänzliche Abschaffung aller Maßnahmen außer der Grundregeln. Die Grundregeln lauten Abstand halten, desinfizieren, keine Hand geben,
wer will, wer will, Masken aber nicht zwingend, sondern nur wer will und nur dort zwingend, wo es notwendig sind, beim Arzt, im Krankenhaus, ja, aber nicht sonst nirgends. Dann ist er der Öffnungskanzler. Kurz kann nur gewinnen, wenn er sich nicht weiter in dieses Geplänkel mit den Grünen lässt, wer ist der bessere Öffner, weil das kennt, das ist leicht. Jetzt sagt er am 17., Mückstein sagt am 10. Das geht, man kann alles, was er jetzt an Nichtöffnungen verkündet, unterlaufen. Der Kurz müsste sein Herz nehmen und sagen, schauen wir nach Israel, schauen wir nach Italien, schauen wir nach Spanien, schauen wir nach Großbritannien, überall dort haben wir offen. Dort ist wirklich offen, ohne Kontrollen. Und wenn er das ansagt, wenn er das ansagt, dann noch dazu, vielleicht ein, zwei Maßnahmen wirtschaftlicher und sozialer Art, die kommen müssen, wie der berühmte Corona-Tausender, den Randy Wagner jetzt auch schon von uns übernommen hat. Das finde ich ja ganz super, das haben wir schon vor einem Jahr im Jahr gesagt. Ja. Den Corona-Tausender und nicht. Gutschein. Nein, ich bin für Bargeld, aber das ist eine Geschmackssache. Das heißt Corona-Tausender. Wenn es darum geht, die Lohnnebenkosten vielleicht auch noch zu übernehmen für ein Jahr, für die gebeutelten mittelständischen und kleinen Unternehmungen. Na, wenn er das zusammenbringt, dann kann er mit so einem Drehbuch in eine Wahl hineingehen. Wenn er dann noch schafft, in einen Schullehrkurs für Empathie zu gehen, den würde ich ihm raten, wenn er Empathie lernen würde, das heißt mitempfinden mit der Bevölkerung, das ist ja das, was ihm am meisten fehlt, und vor allem vom hohen Ross herunterzusteigen und auch Fehler zuzugeben, zum Beispiel den Fehler, das ist ja der Kapitalfehler, der jetzt da sich mittlerweile herausstellt, seit August 2020 sagt uns Kurz wöchentlich in seinem Mantra, der Sommer 2021 wird normal. Und zwar nicht neu normal, sondern normal. Was heißt normal? Normal heißt, wir können unser normales Leben, es ist sogar nachgefragt worden, heißt das wirklich unser normales Leben? Und sagt, ja, ich verspreche euch als Sebastian Kurz, der Sommer wird wieder normal. Der Sommer beginnt am 21. Juni, also in 3,5 Wochen. Und wenn er nicht diese Eröffnungsschritte jetzt verkündet, dann wird es kein normaler Sommer werden. Denn gestern saß hier ein Bildungsminister, der gesagt hat, auch im Herbst werden die Schüler Masken tragen müssen. Es wird die Impfpflicht kommen, die Testpflicht bleibt. Das heißt, wir steuern auf einen Sommer zu, der weniger normal wird als der Sommer 20, witzigerweise. Der war viel normaler, der war schon jetzt normaler vor einem Jahr. Im Juni wurde die Maskenpflicht gänzlich abgeschafft, bis auf spezifische Bereiche. Wir waren alle im Supermarkt ohne Masken. Es hat überhaupt keine Einschränkungen mehr gegeben und das muss jetzt her. Wer das verkündet, gewinnt. Und da kannst du ja keine Rücksicht nehmen auf irgendeinen Mückstein oder wie auch immer. Und wenn wir schauen, ob er das zusammenbringt, dann kann er ein Drehbuch für eine Wahl im Herbst schreiben und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht schafft er das ja, kann er sein. Ja, Stimmung in der Koalition, wie sehen Sie es? Ja, man muss nicht immer einer Meinung sein. Nein, nein. Also ich habe den Eindruck, die ziehen das durch bis zum Ende der Legislaturperiode. Und zwar, weil da beide mit einem Fuß stehen und sie beide festhalten. Und wenn sich sozusagen zwei Einbeinige festhalten, haben sie dann doch zwei Beine. Zwar nicht direkt im gleichen Körper, aber doch. Und da habe ich schon den Eindruck, dass sie das machen, weil vor allem jetzt kommt eine Herausforderung, die den wirtschaftlichen Wiederaufbau betrifft, den sozialen Ausgleich betrifft. Du wirst vieles unternehmen müssen, jetzt schon im Sommer zur Unterstützung von Tourismus, zur Unterstützung von Kulturinitiativen, aber natürlich Abbau der Arbeitslosigkeit und dass die Leute Geld im Börsel haben, dass die Wirtschaft auf die Art angekurbelt wird. Also der berühmte EU-Corona-Tausender, die einen sagen Gutschein, die anderen sagen es direkt auszahlen. Ich bin da nicht festgelegt mittlerweile. Bei den Mails sagen eigentlich mehr, sie wollen es direkt auszahlt haben. Andere sagen Gutschein, mir ist das Hauptsache, es kommt was da ins Börsel rein und es tut sich was. Also das finde ich heute für ganz entscheidend. Die Stimmung in der Koalition ist eine Wettbewerbsstimmung. Das ist klar. Nach einer gewissen Zeit, der Kleine will größer werden und der Große will größer werden oder groß bleiben. Das ist, was die zwei. Und beide wollen nicht, dass die drei Oppositionsparteien gemeinsam ihnen zu nahe kommen. So, das ist die Voraussetzung unter denen, die gerade Politik machen. Und das haben viele Kommentatoren haben gesagt, aufgrund der Streiterei über Pfingsten ist man draufgekommen, weder türkis noch grün
ist in erster Linie auf Rot-Weiß-Rot orientiert, sondern Türkis auf Türkis und Grün auf Grün. So, und die Wahrheit ist, das sollte man sagen, die Grünen, die Themen, weswegen die Grünen gewählt wurden, die kommen nicht vor. Die kommen nach wie vor nicht vor. Sie bemühen sich die ganze Zeit dann mit der Klimawandel und Gewässler und diese ganzen Argumentationen. So, natürlich soll es eine ökologisch inspirierte Steuerreform geben. Aber wie wird das aussehen? Wie werden die zwei zusammenfinden? Ja, was wird die Wirtschaft dann dazu sagen, die ja sozusagen irgendwie ja dann Druck auf alle ausüben wird, natürlich auch auf die ÖVP traditionell. Ja. So, und da werden wir mal schauen, ob die überhaupt noch Konzepte haben. Ich frage mich, woher sollen diese Konzepte kommen? Ja? Das, wo, welcher Wirtschaftsminister oder welcher Sozialminister ist bis jetzt aufgefallen mit Konzepten, die helfen in der Zeit, nachdem nicht mehr die Pandemie das Hauptthema ist, sondern der Wiederaufbau, das Aufbauen der österreichischen Wirtschaft, die Konkurrenzfähigkeit, wie wird das ablaufen? Und da bin ich total pessimistisch. Und weil das eben so ist, werden die natürlich keine Neuwahl machen, denn die lassen sich doch nicht abwählen, die zwei. Die wissen ja ganz genau, dass die Gefahr besteht, dass sie abgewählt werden. Und daher werden sie es nicht machen. Und wie gesagt, die zwei Einbeinigen werden sie, also politisch Einbeinigen, werden sie festhalten, dass sie nicht umfallen. Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir ein bisschen über die Parteien. Einerseits über das Ermittlungsverfahren gegen den Kanzler und wie lange ihm die Partei da sozusagen noch den Rücken stärkt, nämlich die ÖVP. Dann über die FPÖ und das Duell Hofer gegen Kickl und wer da am Ende die Nase vorne haben wird oder ob es vielleicht einen lachenden Dritten gibt. Und über die SPÖ, denn dann naht ja der Parteitag mit großen Schritten. Auch darüber sprechen wir gleich. Kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück. Wie immer am Mittwoch zu Gast sind Josef Czap und Peter Westenthaler. Starten wir als erstes mit dem Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzler. Da ist es jetzt die letzten Tage ein bisschen ruhiger geworden, auch überschattet durch den koalitionsinternen Streit mit Mückstein. Dennoch, wann rechnen Sie denn damit, dass es hier zu einer Entscheidung kommt, ob Anklage oder nicht? Und vor allem, wie würde es dann weitergehen, sollte es zu einer Anklage kommen? Weil derzeit steht die ÖVP ja geschlossen hinter dem Kanzler, muss man sagen. Und auch die Grünen halten relativ still. Ja, es ist ja nur augenscheinlich ruhig geworden, weil, wie Sie richtig gesagt haben, das übertüncht worden ist von diesen Auseinandersetzungen. Im Hintergrund wird natürlich an allen Rädern und Schrauben gedreht, um diese Anklage abzuwenden, die meiner Meinung nach eigentlich fix ist von Seiten der WKStA, die aber nicht kommen wird, weil, ich habe das letztes Mal in der Sendung erklärt, das Netzwerk kurz das verhindern wird und weil wir eine Generalprokuratur haben und einen Waisenrat mit einem in der Wolle gefärbten Schwarzen, der das zu entscheiden hat. Und der wird sagen, das ist, aus seiner Sicht ist das, gibt es ja einen Juristenstreit und das ist keine falsche Aussage. Und die werden das schon abbiegen. Die schaffen das schon. Im Übrigen ist natürlich, hat man jetzt versucht, einmal mehr die WKStA zu beschäftigen, indem man über die schwarze Oberstaatsanwaltschaft da ein Beschwerdeverfahren eingeführt, also angestrengt hat in der Kurzkausa und quasi der WKStA da in die Parade fahren wollte, weil Unterlagen an Anwälte vergeben worden sind, übrigens völlig gesetzeskonform, das wird in jedem Verfahren seit Jahren gemacht, aber man sieht, es wird weitergearbeitet und auf der anderen Seite lässt sich die WKStA nicht lumpen und hat jetzt einmal einen Auslieferungsantrag für die Justizsprecherin der ÖVP. Das ist die nächste. Ich glaube, das ist jetzt die gefühlt 500. ÖVP-Spitzenfunktionäre, gefühlt, die da jetzt da mit Ermittlungen behaftet ist. Die Justizsprecherin wird spannend im Parlament. Nächster Konfliktfall. Wer stimmt für die Auslieferung? Und wer will dieses Verfahren im Parlament verhindern? Dass die ÖVP nicht mitstimmen wird, kann man davon ausgehen. Was machen die Grünen? Sind sie jetzt erstmals auch so weit, ein Ermittlungsverfahren der eigenen Staatsanwaltschaft zu blockieren im Parlament? Das wird sehr, sehr spannend sein, wie sich die Grünen verhalten. Das heißt, in Wahrheit wird das jetzt noch weiter dahin gehen. Das wird nicht so schnell kommen, diese Anklage, aber sie wird kommen und dann geht es seinen Weg ins Justizministerium und wird dort still und heimlich abgedreht. Es wird keine Anklage kommen, aber der Schaden ist ohnehin schon da. Eigentlich ist es schon wurscht, ob eine Anklage kommt oder nicht, denn der Schaden ist da. Das Fehlverhalten des Kanzlers, der sich auch hier völlig falsch beraten, völlig falsch benommen hat, wie ein kleines Kind, dem man sein Spielzeug. Ihr könnt euch erinnern, früher im Freibad, wie so klar war, da war im Labergbad im 10. Bezirk.
Und da habe ich oft einmal gehört, da gibt es eine Durchsage: Achtung, Achtung, der kleine Basti sucht seine Mama, es beim Eingang abzuholen. Also ähnlich war das jetzt. Der kleine Basti mit der Mama, die er da ins Spiel geführt hat, völlig irre, wie kommt er denn auf das? Na klar, gefreut ist keine Mama, wenn es politisch nicht gut geht, das kann ich als Argument hernehmen. Wo sind wir denn? Regiert jetzt denn seine Mama das Land oder was ist? Also völlig absurd. Und dann auf die Opferrolle jetzt in diesem Fall zu spielen, ist völlig falsch. Er muss in die Offensive gehen und sagen, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ich gehe dorthin, ich werde es aufklären und, und. Das ist der Punkt. Aber er hat falsch reagiert, der Schaden ist schon da und ich glaube, es kommt noch einiges nach. Das ist ja der Punkt. Wir wissen ja noch einiges nicht. Und viele sprechen noch von einer zweiten, dritten, vierten und fünften Bombe bis zum Ende des Junis, bis zum Anfang des Sommers. Ja, und warum kommt das noch? Auch völlig klar, weil von den 300.000 Chats im Telefon des Herrn Bussi Bussi Schmidt, nämlich ihren Günstling da in der ÖBAG, ein weites Feld noch zu finden sein wird. Jetzt als nächstes kommt auf uns zu, das pfeifen die Spatzen vom Dach, die Lustigmachungen und Beschimpfungen der eigenen Landeshauptleute. Die hätte ich gerne einmal lesen. Vielleicht kann das irgendwer einmal bald einmal veröffentlichen, wie sich Kurz und Co. über die eigenen Landeshauptmänner und Frauen noch viel mehr, nämlich ich weiß, da gibt es auch Chats über die Michl Leitner-Hanni, was ich besonders gemein finde, aber auch gegen den Herrn Stetzler in Oberösterreich, wie sich da diese Clique, die da sitzt am Ballhausplatz, vom Kurz über den Herrn Schmidt bis hin zum Herrn Blümel, über die alle lustig machen, was das für Wappler sind. Das würde ich jetzt gerne mal lesen. Das ist ja viel mehr Zündstoff als irgendeine Anklage. Denn dann kommt wirklich einmal die Partei über die drüber und sagen, Freunde, jetzt reicht es aber mal. Ja? Und das wird so kommen, das wird ein Fundstück. Es ist niemand einer Schuld bewusst. Der Herr Schmidt ist weiter in der ÖBAG, völlig unbehelligt, arbeitet dort ein Jahr, kassiert dort nochmal 650.000 Euro. Egal, ob 2.500 Geschlechtsfotos, männliche auf seinem Handy oder nicht, auch wurscht, auch schon egal. Kind tot, also Mutter tot, Kabel tot, heißt es ja immer wieder. Völlig wurscht, da gibt es keine Konsequenzen. Der gehört hochkantig ausgeschmissen dort. Eigentlich vom Kurz persönlich, wenn man den ernst nehmen sollte, oder vom Aufsichtsrat zumindest, der darf dort keinen Tag mehr weiterarbeiten. Wo sind wir denn? Aber die krampfen sich ein, hängen sich ein und daher wird das Thema bleiben, wird an der Öffentlichkeit bleiben, garniert mit einigen Punkten mehr und wir werden noch einiges da zu lesen bekommen, was für die Entwerfer peinlich ist, für uns zum Fremdschämen ist und für das Land in Europa, in der Welt und auch in Österreich zum Genieren sein wird. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja vorher gesagt, die ÖVP wird eher nicht in Neuwahlen gehen. Wenn es jetzt zu einer Anklage kommt, wobei der Peter Westenthaler meinte, die wird abgedreht werden im Justizministerium, wird es trotzdem weitergehen oder wäre so eine Anklage dann doch die Zündschnur? Also die türkise Familie ist gekommen, um zu bleiben. Um einmal diesen Text da einzubringen. Und der zweite Grundsatz, den Sie haben, ist, gemeinsam sind Sie gekommen und gemeinsam werden Sie gehen. Ja? Weil dann werden nämlich die Alt- und Traditions-ÖVPler große Reine machen, veranstalten und dann wieder jeder, der ein türkises Abzeichen da hat, kann sich dann gemeinsam mit den Kurz in den Bus setzen und kann dann abfahren. So wird es einmal sein, wenn es soweit ist. Das versuchen die zu verhindern und ich wollte sozusagen bis zum Schluss, bis zum letzten Moment auch hinauszögern. Das andere ist, ich glaube auch, dass dieses Lächerlichmachen der eigenen, diese Respektlosigkeit, die haben ja weder vor dem Amt, die haben ja weder vor Funktion. Frauen. Die haben Kirche. Weder vor Frauen, steuerbare Frauen, haben sie gesagt, wollen sie nur haben. Ja, das wird die Hanni Michl Leitner besonders gern dann hören, ja, dass sie vielleicht in die Kategorie steuerbare Frau fällt. Also da glaube ich, da kriegt er die überhaupt einen Anfall, zu Recht. Ja. Und dass die werden da jedenfalls auf diese Art und Weise, beschädigen sie auch die Parteien, vor allem die eigene Partei, die Demokratie, die Institutionen, die Einrichtung, so wie sie mit der Justiz umgehen, so wie sie mit dem Parlament umgehen. Es ist gezeichnet von tiefer Respektlosigkeit. Ja, das ist so, wie man immer so gesagt, naja, vielleicht ein sizilianischer Touch ist dabei bei dieser Familienstruktur. Dass die da einfach so, ja, jetzt sind wir also gekommen, andiamo. Und jetzt gehen wir gleich mal alla spiaggia und lassen uns einmal die Sonne auf den Bauch brutzeln. Also das ist die Geisteshaltung und die Gesinnung, die sie da also haben. Und da muss ich sagen, da
werden wir einiges noch aus diesen Handychats des Herrn Thomas Schmidt da noch herauslesen können. Und die werden einiges noch an Verteidigung, an politischer Verteidigung in der eigenen Partei und an juristischer Verteidigung gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und, und. So, was ist mit der Anklage? Schau, die Anklage, alle sagen, ich glaube fast 75% oder 80% der Österreicher sagen, wenn er angeklagt wird, muss er gehen. Ja? Und daher wird die Aufgabe der ÖVP-nahen im Waisenrat des Justizministeriums, die dann von der WKStA diesen Anklageentwurf möglicherweise bekommen, werden dann mit der schwarzen, türkisen Mehrheit das dann dort ablehnen und damit wird die Anklage abgewehrt sein. Die entscheidende Frage ist, was sagt die Justizministerin? Weil die will ja nicht als Frühstücksministerin dort sitzen und zuschauen, wie der Waisenrat dort sein Unwesen treibt, mein Herrn Blöchel als Vorsitzender, der extra von der ÖVP eingesetzt worden ist, damit er dort sitzt und aufpasst, dass nichts passiert. Ja? Also die werden ja ziemlich viel zu tun kriegen. Ja? Und das wird also die eine Seite sein und das ist die wirkliche Bombe, da stimme ich allen zu, dir, jedem, der das sagt, ist, also wenn die dann auch noch sich hinstellen auf dem ÖVP-Parteitag oder mit dem Motto, ihr Wappler, ihr, ja, ich brauche euch alle nicht, denn wir machen es alleine, ganz alleine, die Familie genügt und da sind wir, da halten wir zusammen und da ist, trotz Corona ist da Bussi Bussi angesagt. Also das wird, glaube ich, so in die Richtung gehen und ehrlich gesagt, die Frage ist, ich stelle mir schon immer mehr, ja, was machen die Grünen? Das ist, da habe ich schon einmal gesagt in einer Sendung, das ist nicht die Grünpartei, das ist die Dabeipartei. Ja, die sitzt dort, ist dabei, beobachtet, sie werden wahrscheinlich dokumentieren. Es werden nachher wahrscheinlich Bücher geschrieben werden oder Hefteln, je nachdem, was das hergibt. Und also, es war eine schöne Zeit, das hat mich sehr gefreut. Mir ist nichts der Sportblinde, dann werden sie den Kaiser Franz Josef ausrahmen mit all seinen Sprüchen. Ja. Und dann werden sie, heute habe ich geredet mit einer Geschäftsfrau, die gesagt hat, sie hat grün gewählt. Und sie sagt, nach dem, was die da drinnen aufführen, ist sie der Meinung, die werden das nächste Mal nicht einmal mehr ins Parlament kommen. Ja. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der mich etwas erstaunt hat, und sie würden es verdienen. Ja. Jetzt, ich bin kein von Haus aus Anti-Grün, wirklich nicht. Ich habe so viele Berührungspunkte mit denen gehabt in der Geschichte, ob das Heim Burg war, Zwenden, aber immer, ja, das verstehe ich jetzt nicht mehr. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob Sie im Immunitätsausschuss dann mit der ÖVP stimmen gegen die Auslieferung der Justizsprecherin oder ob Sie das nicht machen. Und die Maurer ist ja, erinnern wir uns doch, wie die Maurer immer so stolz davor war, ich bin die Maurer, eigenständig und individuell und ich rahme alles zusammen und so weiter. Und jetzt ist die dort gleichgeschaltet. Es ist beeindruckend, dass das so schnell gegangen ist und so gründlich auch. Kommen wir von den beiden Regierungsparteien zu den Oppositionsparteien. Ich würde gerne mit der FPÖ starten. Da haben ja sozusagen dieses Duell nimmt ja immer mehr an Fahrt auf, muss man sagen. Jetzt ist ja am Wochenende der Norbert Hofer ein Interview gegeben. Dann hat der Herbert Kickl am Dienstag eine Pressekonferenz gegeben, wo er einmal mehr den Führungsanspruch eigentlich gestellt hat. Gestern war der Manfred Heimbuchner, der oberösterreichische FPÖ-Chef bei uns, der sich hinter Norbert Hofer gestellt hat. Heute war Udo Landbauer, niederösterreichischer FPÖ-Chef bei mir, der sich wiederum hinter Herbert Kickl gestellt hat. Wie wird das enden? Also da geht es mir ähnlich wie mit Josef Czap mit den Grünen. Ich habe da auch immer wieder Berührungspunkte. Deswegen will ich auch fair sein gegenüber den Freiheitlichen und versuchen, das sehr nüchtern zu analysieren. Es gibt einen Parteiobmann, der derzeit, wenn ich das jetzt so einmal zusammenzähle, bis auf den Herrn Heimbuchner, keine Unterstützung mehr hat in der FPÖ, rein nüchtern. Und es gibt einen Klubobmann, der erstens die gesamte Tagespolitik macht, der einen geschlossenen Parlamentsklub hinter sich hat und immer mehr Landesgruppen, die sich jetzt auch äußern und sagen, ja, eigentlich wäre das der richtige Weg für die Freiheitlichen. Mein persönlicher Geschmack ist, dass sich die Freiheitlichen in diesem letzten Corona-Jahr eine Basis aufgebaut haben mit ihrer kritischen Oppositionshaltung, die erfolgreich ist, die immerhin in den Umfragen ein Plus davor hat, und zwar ein deutliches Plus. Und die auch mir ein bisschen erinnert an unsere Zeit früher. Wir waren in unserer Zeit auch die einzige Oppositionspartei und das ist gut. Das ist für eine Oppositionspartei immer gut, wenn sie sozusagen das Oppositionsmonopol für sich hat. Und das hat die FPÖ. Es gibt keine andere Partei, die so prononziert Politik
Opposition macht und auch kann, und man nimmt sie auch ab, sie kennen das auch, und werden dafür in den Umfragen, und ich bin mir sicher, auch bei der nächsten Wahl belohnt. Die kommen über 20%, und zwar wird es dann unter einem Spitzenkandidat Herbert Kickl sein, davon gehe ich jetzt einmal aus. Und ich sage auch, ich wiederhole das wieder, weil ich in dieser letzten Woche wieder ein paar Informationen bekommen habe, die ich da im Detail jetzt gar nicht ausplaudern möchte. Ich sage nur, der Norbert Hofer hat leider falsche Berater ausgesucht. Das ist oft so in der Politik, dass ein Spitzenpolitiker sich falsche Berater aussucht. Wenn man es dann gut mit ihm meint, und ich meine es durchaus gut, dann muss er sich von dir trennen. Dann, er muss zurückfinden in die Spur. Er hat jetzt Berater um sich, und ich sage das und wiederhole das noch einmal, die erstens einmal ein nahe Verhältnis zur ÖVP haben. Das ist schlecht für Norbert Hofer, weil die haben ein gewisses Ziel, ihn auch zu lenken. Und die zum Zweiten schon einmal eine Ministerin, damalige Justizministerin Gastinger, in den Graben gefahren haben politisch. Und die war dann Ende, es war Ende. Die hat sich dann auch noch ein bisschen angedient an die ÖVP und dann war es vorbei, weil sie die dann natürlich im Stich lassen haben. Nicht? Aber da gibt es so Figuren, die da plötzlich auftauchen, wie der Herr der Böchacker, das ist ja bekannt. Ein unfassbarer Berater, der schon in seiner ganzen Vergangenheit nichts zusammengebracht hat, der, wie ich jetzt gehört habe, die Idee gehabt hat zu diesem gespenstischen Aschermittwochtreffen, das in der Form überhaupt noch nie gegeben hat. Also nach dem Titel zwei aus der Gruft haben da miteinander plaudert, die man nicht einmal gesehen hat am Schirm, so finster war das. Also er ist falsch beraten. Ich kann auch nicht in einer Zeit, wo politisch der Bär steppt, einfach einmal ein paar Wochen auf Reha gehen. Es geht einfach nicht. Das lässt eine Politik, eine aktuelle, nicht zu. Und wenn ich merke, das Ruder und das Lenkrad geht mir da aus der Hand. Da muss ich diese Reha abbrechen, schlicht und ergreifend. Denn so wichtig ist die offenbar auch nicht, sonst hätte er nicht mit dem Roller zu den Interviews in den Badener Park fahren und dort auf Trainingsanzug und Sport tun. Also das ist ja auch merkwürdig, was da in Wahrheit, was will er damit verkaufen? Ich verstehe es ja nicht. Also ich verstehe vieles nicht. Ich würde gerne mal mit einem reden und einem fragen vieles, weil ich es einfach nicht verstehe. Aber okay, wie fragt er keiner? Ich habe aber da trotzdem meine Berührungspunkte und daher lange Rede, kurzer Sinn. Herbert Kickl soll und wird der nächste Spitzenkandidat und auch Parteiobmann werden. Ich glaube, er hat es nicht nur erarbeitet, sondern mittlerweile auch verdient. Und die Partei sollte sich um ihn scharen, denn er ist der Mann, der dieses Werkel in den vergangenen Monaten gelenkt hat. Richtige Politik. Es war nicht alles immer gut. Es ist manches überzogen. Kann man alles Geschmackssache. Aber am Punkt gebracht, inhaltlich, macht er das, was eine Oppositionspartei machen muss, nämlich die Regierung kritisieren, ihr den Spiegel vorhalten und ihre Schwächen aufzuzeigen. Und das macht der Herbert Kickl sehr erfolgreich. Ich würde noch gern Sie was fragen, weil es jetzt einige Politbeobachter und Analysten gibt, die das vergleichen mit dem Playbook von Jörg Haider, was der Kickl derzeit macht. Und Sie waren da ja sehr nah dran damals und die sagen quasi, das ist ähnlich, wie Haider damals sozusagen sich selber ins Spiel gebracht hat. Aber Kickl hat nicht das Charisma eines Jörg Haiders. Wie sehen Sie das? Ach gut, über Charisma, da könnte man ein psychologisches Moratorium abhalten oder irgendeinen Kurs machen, wo ist das Charisma. Erstens einmal glaube ich das gar nicht. Ich glaube, dass auch der Herbert Kickl Charisma durchaus hat und das auch immer deutlicher zeigt in seinen Auftritten. Vielleicht war es am Anfang nicht so, mittlerweile ist es so. Man muss ihm eins zugute halten, er war ja bisher nie Nummer eins. Er war ja immer Nummer zwei, davor sogar Nummer drei, oder er war nie mit in der Front sozusagen. Jetzt ist er erstmals, und das schon seit Monaten, ist er das Gesicht der Partei, weil er fleißig ist, das muss man auch dazu sagen, weil er einfach eine unglaublich gute Rhetorik hat, ist sicherlich einer der besten Rhetoriker in der österreichischen Innenpolitik, der Dinge auf den Punkt bringen kann und sowas brauchst du in der Opposition und nicht jemanden, der lang herumschwafelt, Schachtelsätze und vielleicht ja und nein, sondern ja oder nein, mehr gibt's nicht und eine ordentliche Rhetorik. Ob das jetzt das Drehbuch ist von Jörg Haider, wundert jetzt mich nicht. Auch Herbert Kickl kennt ja, hat Jörg Haider lange Jahre gekannt, hat ihn begleitet, so genauso wie ich. Vielleicht ist das so, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, weil ich davon ausgehe, dass ich jetzt zwar jetzt bald einmal, wenn der Herr Hofer zurückkommt, gedenkt, wieder einmal in die Politik zurückzukommen, dass ich die hinsetzen und das ausmachen. Und was ich nur bitten würde, als jemand, der es durchaus nicht schlecht mit der Partei meint, das rasch zu machen. Also es hat überhaupt keinen Sinn, nur weil in Oberösterreich Wahl daherkommt, jetzt zu sagen, wir warten bis in Herbst. Na, da ist so viel Wasser die Donau hinuntergeflossen. Das gehört jetzt gemacht, Parteitag, Entscheidung. Der eine wird Parteiobmann, Spitzenkandidat. Der andere bleibt Parlamentspräsident, geht in die Wahl als Bundespräsidentschaft. Und da warne ich den Norbert Hofer davor, wann das lang so weitergeht, dieses Köcheln.
beschädigt er sich auch als zukünftiger Kandidat für die Bundespräsidentenwahl. Muss er aufpassen. Wenn das ein bisschen weitergeht, dann kann er das auch vergessen, weil dann wird er dort keine Meter machen und wird möglicherweise beschädigt werden. Also ich glaube, dass sie so vernünftig sind und es ist ja kein offener Konflikt. Die haben sie nicht in Schellen, sondern ich glaube, dass die miteinander reden können und das ausdiskutieren werden. Herr Kapp, Sie kennen ja beide aus der Zusammenarbeit im Parlament. Ich glaube, den Herbert Kickl etwas besser, weil es da ja auch Berührungspunkte gab damals im Club. Glauben Sie, wird sich der Kickl durchsetzen? Ja, aber ich glaube an etwas anderes. Ich glaube an diesen Mythos der Berater nicht. Ich war Jugendvorsitzender und bin einmal beim Büro von Bundeskanzler Kreisky gesessen, der nicht der Einzige war, der auch so gedacht und agiert hat. Und habe ihm damals die Frage gestellt, Herr Bundeskanzler, so, gibt es auch Leute, die deine Reden schreiben? Sagt er, aber lieber Josef, wer kann denn schon meine Reden schreiben? Nämlich niemand. Er hat Selbstbewusstsein gehabt und das weiß ich von den Bundesparteitagen. Warte mal, er versucht. Beeinflussen. Ja, nichts, der hat sich von niemandem beeinflussen lassen. Der Kreisky war eine eigene Größe. Der Haider war es doch auch, hier aufhörst. Erzähl mir nicht, dass ihr alle die großen Berater vom Haider wart. Der Haider war sehr eigenständig. Aber ich will nicht über den Haider reden. Nur, du bist dann ein großer und umsichtiger und auch erfolgreicher Politiker, wenn du dir gute Berater holst und dann deine Schlüsse daraus ziehst. Aber es gibt keinen einzigen, auch nicht den Bruno, ich sage dir dann ein paar von Bruno Kreisky, die natürlich seine Berater, was ist das? Die, klar, die stellen sich nachher hin. Aber es gibt, ein guter, umsichtiger Politiker holt sich kluge, sachkundige Berater. Ja. Und was er dann macht, obliegt er ihm selber. Ja. Aber er lässt sich nicht legen. Ich werde mich hüten, so eine Wortmeldung abzugeben. Zum Schluss ruft mich dann wirklich wer an und sagt, ich soll Berater sein. Ich will das gar nicht. Ja. Du warst ja nicht Partei. Nein, ich sage da was. Jedenfalls beim Kreisky war es so, ich kann mich erinnern, bei dem Bundesparteitag ist der auf und ab gegangen, die Rede diktiert und so. Das war eine eigenständige Persönlichkeit. Das war ein richtiger politischer Mensch, ja, ein Sir. So. Aus mit der Vergangenheitsbetrachtung, was diese Frage betrifft, und daher bin ich immer skeptisch mit diesen Berater, die meistens Lobbyisten sind, meistens im Hintergrund irgendwelche Ätzesgeber haben, ist ganz brandgefährlich. Bei der Frage Kickl oder Hofer ist es ganz einfach. Die Frage ist, sucht sich die ÖVP den nächsten Parteiobmann der FPÖ aus? Das ist die Wahrheit. Die ÖVP will nicht mehr den Hofer haben. Der Hofer, das war derjenige gewesen, mit dem die schon weitergemacht hätten. Mit Hofer stellen Sie sich vor, dass zur Not auch, wenn das mit den Grünen nicht hier hat, dann wieder die schwarz-türkis-blaue Variante gibt. Und beim Kickl wissen Sie, das gibt es eigentlich nicht und schon gar nicht zum Nulltarif. Also, das ist ganz einfach. Ja. Und in der Reserve haben Sie dann noch den Herrn Buchner unter Umständen, falls der kommt, weil der ist auch gerade mit den Schwarzen zusammen. Die ÖVP ist ja unverfroren. Die versucht ja in diesem bis zum ÖSV Skiverband und alles, Rechnungshofpräsidenten, überall. Die wollen einfach eine türkis-schwarze Republik, wo alle sie bestimmen, inklusive auch die Parteivorsitzenden der anderen Parteien und nicht sozusagen ihre eigene Partei. Und damit ist der ganze Kampf erklärt. Und ich glaube, dass der Kickl da sich wahrscheinlich durchsetzen wird, weil der halt diese Polarisierungsstrategie hat, die nicht ganz mein Geschmack ist. Muss ich sagen, und ich habe viele Kritikpunkte an seinen Reden und Äußerungen. Aber das macht ja nichts. Ja, das ist halt so. Der war nicht ganz der Geschmack. Nein, der war gar nicht mein Geschmack. Der war erfolgreich politisch. Ja. Zur Ehrenrettung des Heimbuchner, der ja gestern hier gesessen ist. Der hat gestern, soweit ich das verfolgt habe, eine ganz klare Absage gegen den Sebastian Kurz gemacht. Er hat gesagt, auch, es gibt keine Koalition, auch in einer Heimbuchner FPÖ mit Sebastian Kurz. Hat er gemacht, nur zur Ehrenrettung. Sowas würde ich mir wünschen, übrigens auch beim Norbert Hofer. Denn eins ist für diese FPÖ völlig klar, aus meiner Sicht, ich bin nur der bescheidene Beobachter von außen, mit Sebastian Kurz kann es nicht mehr funktionieren. Und wenn sie eine FPÖ ernst nimmt und wenn sie eine FPÖ auf ihre Grundwerte besinnt und vor allem im Kopf belast, was da im 19er Jahr war, kann sie nie mit einem Sebastian Kurz in eine Regierung gehen. Und egal, völlig wurscht, ob der Hansl oder der Hirsel Parteichef ist, völlig egal, das kann nie mehr kommen. Und ich bin sehr froh, dass der Heimbuchner diesen Pflock gestern eingeschlagen hat. Da ist er übrigens auf der messerscharf, hundertprozentig auf der Linie des Herbert Kickl, was mir ja sehr gefällt. Und jetzt wäre es einmal an der Zeit, dass sich der Norbert Hofer vielleicht nach Erfolg der Reha mit neuen Muskeln hinstellt und das auch einmal, und zwar in dieser Deutlichkeit sagt, dass es mit diesem
kurz keine Koalition geben kann. Ich glaube, das ist man den Wählern schuldig. Und mit so einer Strategie wird man auch die Wähler noch mehr, in einem noch mehr einen großen Ausmaß zurückholen, die sie da verirrt haben bei der letzten Wahl in Richtung Kurz, weil die sind ja schon so sauer und kommen nicht zurück zur FPÖ. Lass die Wähler in Ruhe, ein Wähler verirrt sie doch das war ein Irrtum. Fluktuiert, diese Wahl war ein Irrtum. Nein, das war ein Irrtum. Dann sagt der Wähler, jetzt probier es einmal mit dem. Apropos Wahl. Es gibt einen SPÖ-Parteitag und da steht die Wahl der Bundesparteivorsitzenden an, Pamela Rendi-Wagner. Was erwarten Sie denn für diesen Bundesparteitag, der jetzt, glaube ich, am 16. Juni über die Bühne geht? 26. Oder 26. Naja, ich erstens einmal sehe das in der SPÖ ähnlich, dass da die Mehrheit sagt, dass er mit an Sebastian Kurz ist, kein Staat zu machen. Vor allem also jetzt aufgrund seiner Troubles, die er mit der Justiz hat, die Art und Weise, wie er da die Machtergreifung und Machtposition in der Republik, quasi wie man es sehr privat eigentlich war, wie er das vollzieht, auch die Art seines Politik- und Wirtschaftsverständnisses und fehlenden sozialen Empathie. Und so. Also ein paar Jahre lang weiterreden, ich sehe da überhaupt keine Basis, dass es da mit Sebastian Kurz sozusagen da irgendwas gibt. Das ist das eine. Das andere ist der Bundesparteitag. Wird diesmal relativ komplikationslos ablaufen. Es gibt die Rendi Wagner, die wird dort kandidieren, weiterhin als Partei. Sie erwarten da keine Querschüsse aufgrund der Differenzen im Dosko-Ziel, die es ja gab in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder mit dieser Ansage, wenn eine Anklage kommt, kann er nicht Landeshauptmann werden. Aber das sind einmal Differenzen, die einfach politische Einschätzungen waren, wie man mit der Corona-Pandemie und allfälligen Maßnahmen umgeht. Letztlich die Zahlenentwicklung. Das ist auch eine persönliche Einschätzung, ob ein Landeshauptmann bleiben darf, wenn er angeklagt wird oder nicht. Der wird nicht angeklagt. Das halte ich für völlig undenkbar. Und das ist ein Spiel der ÖVP zur Ablenkung gewesen, ja, wegen Kurz und wegen Blümel und wegen all diesen Troubles, die sie da schon mit der Justiz haben. Aber der Doskozil hat ja letztlich durch die Zollentwicklung Recht bekommen mit seiner Strategie und hat da jetzt fürs Burgenland, glaube ich, rechtzeitig die richtigen Schritte gemacht. Und das ist da immer. Sie glauben, die Partei wird sich geschlossen hinter Rendi stehen? Die Partei wird. Oder steht geschlossen? Wird geschlossen sein, ja. Weil ich meine, ich finde, das, was die Blauen machen, ist ganz schön luxuriös, dass man da jetzt quasi so eine öffentliche Debatte führt und der Kurz sozusagen sich da hinter der Debatte einmal kurz verstecken kann. Ja, und die Freude werden die Sozialdemokraten im Kurz nicht machen. Wie sehen Sie das? Ich muss ehrlich sagen, auch sehend die Frau Pamela Joy Rendi Wagner in der ZIB 2 vorgestern, glaube ich, oder gestern. Gestern. Erspart mir mittlerweile jeden Kommentar, weil nicht besser, aber eine Parteichefin, die sich als Wahlziel für einen Bundesparteitag die Latte auf schwindelerregende 71% legt. Kann ich nicht mehr ernst nehmen, tut mir leid. Aber wo fürchtet sie die, frage ich mich? 71, die hat das letzte Mal gehabt, 98%. Das war die Mitgliederbefragung. Nein, sie hat auf die Frage, nicht die Mitgliederbefragung, sie hat auf die Frage, wie, auf welches Ergebnis legt sie sich die Latte beim Bundesparteitag, sagt sie 71%. Das ist ja peinlich. Also wenn ich halt als Parteiobmann 71% habe, weiß ich, was ich zu tun habe. Auch bei 72, 73 oder auch 75% würde ich das wissen. Nämlich, da kannst du es nicht annehmen. Wenn du nicht zumindest eine Zahl jenseits der 85, 90, über 90% hast, wie Dominik Nepp, Wiener Landesparteitag, 400 Delegierte haben den mit 98% gewählt. Das ist ein starkes Votum. Da hast du einen starken Parteiobmann. Und jetzt traue ich mich, ich wette nicht, weil das ist unfair, aber ich glaube nicht, dass Rendi Wagner auf dieses Ergebnis kommen wird, denn da brauchst du wirkliche Geschlossenheit und die ist nicht da. Du hast in der SPÖ die Burgenländer, die vergrämt sind, zum Teil zu Recht, weil das tun wir nicht. Man richtet nicht einen Landeshauptmann, der mit absoluter Mehrheit der Bevölkerung gewählt worden ist, du musst gehen, wenn, also sei deine Schnur, das tut man nicht. Du hast den Scharfschützen in Tirol, der auch immer herumschießt. Wer weiß, was der. Mit der Schrotflinte allerdings, da trifft man leicht. Also, und du hast einen in Niederösterreich, wo ich nicht glaube, dass der jetzt auf den Parteitag fährt und schreibt: Hol oder ruhig, ich gehe vor jetzt am Parteitag und wähle die Rendi Wagner. Also, die Ansage, die sie gemacht hat, hat schon einen Hintergrund, nämlich die fürcht sie vor dem eigenen Parteivolk und vor der Basis und kann dann, wenn sie sagt, sie legt sich die Latte auf 71%, dann sagt sie, wenn sie 78 hat, ich habe gewonnen. Das ist ja der Schmäh. Es war ja übrigens auch diese windige Befragung nicht besser.
Aber wie viele haben da mitgemacht? Wie viele haben sich überhaupt beteiligt an dieser Befragung? Die 20%, 30%? Nein, das war gut. Ein Minimum, eine Minderheit hat sich beteiligt. Und von dieser Minderheit hat die gute Frau Rendi Wagner diese berühmte 71% bekommen. In Wahrheit ist das ein kleiner Ausschnitt der Partei. Egal, ich sage nichts mehr Besseres. Ich wünsche einen erfolgreichen Parteitag. Ich bin ja immer sehr, sehr ambivalent, was die Sozialdemokratie anbelangt. Ich wünsche wirklich, dass sie das überlebt, weil das ist ja wahrscheinlich, wird auch kein anderer da sein, der sich das im Moment antut, sondern das kommt dann erst zu einer Wahl. Also die spielt auf Zeit und sagt, es kommt jetzt eh keine Wahl, vielleicht täuscht er sich da auch wieder. Und wenn dann ein Wahltermin feststehen sollte, ob das heuer ist, im nächsten Jahr oder erst in 3 Jahren, wird es eh noch einen Parteitag geben müssen. Aber jetzt ist einmal als Übergangslösung ist eh in Ordnung. Und sie macht es eh nett. Sie ist eine nette Person. Und sie ist halt ein paar Meter daneben gegangen jetzt in der Corona-Krise. Ja, also, gegen Ende deiner Wortmeldung bist du jetzt eh besser. Ja, versöhnlich. Ja. Nein, wirklich versöhnlich, weil ich wünsche ja wirklich persönlich alles Gute. Ja. Aber schau, das, was du sagst, quasi, sie wird vielleicht zuschauen heute. Rendi rufen mir an, ich gebe da ein paar Ratschläge, dann wird es besser beim nächsten Fernsehauftritt. Naja, könnte man auch so verstehen. Ja, wenn sie das tun würde, würde ich es machen. Ja, weil dann hätte sie die 71% nicht gesagt. Ja, dann kriegst du vielleicht einen Delegiertenplatz durch am Parteitag und kannst das sozusagen dann direkt übertragen für OE24 oder so. Sonst was. Nein, also schau, ich sage da was, das war das Ergebnis der Mitgliederbefragung und sie sagt, wenn ich bei der Mitgliederbefragung dieses Ergebnis habe, dann ist das auch bei der Delegierten, beim Delegierten Parteitag auch eine mögliche Zahl. Ja, ich sage was, meine Linie ist immer die, ich gebe gar keine Zahl an. Ja, genau. Ich gehe hin zu einem Parteitag und sage, guten Tag, da bin ich tue mit meinem Herzblut, mit allem, alles dafür, damit wir möglichst erfolgreich sein und dieses Land gestalten und beeinflussen können. Das hätte ich vielleicht hilft es mir, aber jedenfalls, das würde ich sozusagen. Schau, und ich käme insofern bei Parteitagen aus, denn ich bin einmal gewählt worden mit 50,1%. Und dann bin ich. Ja, Kampfabstimmung. Nein, das war keine Kampfabstimmung. Also. Das war eine Kandidatur für einen Parteivorstand. Ja, aber da haben mehrere. Und da waren 49,9% der Meinung, ich kehre endlich raus aus dem Parteivorstand. Ja. Und 2 Jahre später war ich dann auch abgewählt vom Parteivorstand. Diesmal mit habe ich nur mehr 48% oder was gehabt. Also ich kenne mich aus, habe in der Summe an die 1000 Streichungen gekriegt. Also bei 20, 30, 40, 50 Streichungen. Also unangenehm. Ehrlich gesagt, das ist irgendwie, wie soll man sagen, es gehört fast dazu. Es ist fast schon unangenehm, wenn du keine Streichungen hast. Also daher ist dieses Fixieren. So ist mir nicht gegangen. Ich 100% auf dem PZÖ-Parteitag am ersten Tag. Unangenehm. Und ich habe selber aber mich nicht gewählt. Du hast aber noch Glück. Ja. Bei 101 oder 2% ist steppert. Ja, dann wäre die Leute sagen, wer hat ausgezahlt da drin. Das war ein Freund vom Westenthaler. Also da musst du aufpassen. Also ich finde, das wird ein ziemlich guter Parteitag werden. Und wir alle, auch du, wirst deine Freude haben. Gut, danke vielmals. War heute wieder mal in Überlänge. Chapp und Westenthaler. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages hier auf OE24 TV.